Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Ich möchte Ihnen heute gerne den Online-Dienst AWI Smart vorstellen. Dabei handelt es sich um einen Investitionsservice für Kryptowährungen, beziehungsweise der Kryptowährung nutzt. Um genau zu sein, der Arbitrage-Trading bei Kryptowährungen nutzt. Das bedeutet im Grunde, dass auf der einen Börse eine Kryptowährung gekauft wird und direkt ohne großen Zeitverlust auf einer anderen Börse wieder verkauft wird, um damit eben Gewinn zu erwirtschaften. Das hier ist die Seite von außen, sage ich mal, wo man sich anmelden kann, beziehungsweise wo man sich einen Account eröffnen kann. Man sieht, die sind auch von der EU lizenziert. So sieht das Ganze dann von innen aus. Hier kann man sehen, wie das Geld generiert wird. Wir haben hier oben die verschiedenen großen Börsen für Kryptowährungen. Und hier ist die Kryptowährung, die entsprechende. Hier die verschiedenen Kurse. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann kann man sehen, dass die sich teilweise unterscheiden, die Währungskurse. Hier hinten kann man sehen, um welchen Betrag sie sich unterscheiden. AWI Smart hat im Grunde überall Geld liegen, auf den ganzen Börsen. Erkennt diese Unterschiede und nutzt die dann für sich aus oder für den User aus. Vereinfacht erklärt. Und das Ganze hier nochmal auf drei Ebenen. Euro, US-Dollar und Tether. Und hier kann man sich angucken, was die letzte Zeit passiert ist. Und womit das Geld in letzter Zeit erwirtschaftet wurde. Als nächstes werden noch andere Arbitrage-Gelegenheiten dazukommen. Nicht nur Kryptowährungen, sondern auch noch Grundstücke, soweit ich weiß, und andere Sachen. Da bin ich mal gespannt, was da dann demnächst noch kommen wird. Das dauert noch ein bisschen auf jeden Fall. So, soviel zur Funktionsweise. Die gibt es mittlerweile auch schon eine Weile. Also die sind nicht komplett neu. Die haben hier ihren eigenen Token, den RBIS, der momentan 3,80 circa, 3,85 wert ist. Man kann, wenn man Geld eingezahlt hat, also ich habe 2500 Euro eingezahlt, etwa, ein bisschen mehr, dann bekommt man dafür den Token und kann ihn entweder in deinem Savings-Account haben, hier, oder im Erbis-Account. Beide generieren einen Gewinn. Im Savings-Account kommt man erst Ende des Jahres, kann man den erst abheben. Außerdem wird er in Token gerechnet, in den RBIS-Token. Sieht man hier. So circa 2 Monaten habe ich jetzt 31 circa hier verdient. Das macht etwa 90 Euro, 100 Euro, 120 Euro fast. In den Erbis-Token, da wird der Gewinn in Euro bezahlt. Da habe ich hier jetzt 21 in der gleichen Zeit etwa. Hier kann man sehen, je nachdem welches Investment man einzahlt, gibt man die 2500 ein. Und je nachdem wie lange man den hält, ich tippe mal ein Jahr ein, kann man hier dann abschätzen, was man in etwa verdienen wird. Beim Savings Account sind es 0,24 bis 0,28% am Tag. Beim Euro Account sind es 0,04 bis 0,05. Das macht dann aufs Jahr gerechnet hier ca. 14-15% und hier zwischen 87 und 100%. Bei dem Savings Account muss man halt mit einrechnen, dass es von dem Tokenpreis abhängig ist. Sollte der Tokenpreis stark sinken, würden hier die Gewinne auch sinken. Allerdings kauft AWI Smart die Token selbst zurück und definiert den Preis. Also dass der hier stark sinkt, ist meines Erachtens nicht so wahrscheinlich. Ist aber nicht garantiert. Die Mindesteinzahlung sind 500 Euro. In dem Fall macht man 0,03 bis 0,04% am Tag. Was auch immer 10 bis 12, 14% am Tag im Jahr entspricht. Wenn man den Euro-Account nutzt. Und Savings-Account sind es dann trotzdem schon wieder fast 50% im Jahr. Oder bis. Einzahlung kann über Bitcoin und Ethereum, Tether oder auch Banktransfer gemacht werden.
gibt es hier unten auch nochmal ein Video dazu. Je nachdem, ab und zu gibt es Bonus, eine Einzahlung. Also ich habe nochmal, ich glaube, 5% auf meine Einzahlung drauf bekommen. Damit hat man im Grunde dann schon von vornherein einen besseren Start. Wenn man einzahlt, dann ist das erstmal alles auf dem Euro-Account. Hier bei Investment Management kann man das hin und her schieben. Kann ich jetzt zum Beispiel meine Euro, die ich verdient habe mit Arbitrage, in RBS wandeln. Man sieht, hier bekommt man 5% extra. Das hier ist nochmal mein Geld im Euro-Account, das ich hier zum selben Account senden kann. Wie gesagt, das ist dann, bis der Token auf der Börse gelistet ist oder bis Ende des Jahres festgefroren. Und hier kann ich meine RBS, die ich im selben Account habe, die ich schon verdient habe, auch mit reinpacken. Das Verkaufen von den RBS ist, wie gesagt, erst Ende des Jahres oder mit der Börse dann möglich. Hier kann man sich das Ganze mal angucken, was die Gewinne angeht. Also hier bekomme ich am Tag circa ein RBS, ein bisschen mehr. Und beim Euro-Account bekomme ich in etwa 0,048. Im Euro-Account habe ich hier 1000 liegen. Und hier habe ich hier. Im selben Account habe ich 422 Token. Das entspricht in etwa 1600 Euro. Insgesamt ist das Ganze auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Wie bei jedem Online-Investment sollte man sich selber nochmal erkundigen und seine Entscheidung nicht nur auf einem YouTube-Video treffen. Ich persönlich bin soweit aber recht zufrieden und sehe hier auch ein hohes Potenzial. Generell sollte man natürlich nicht sein komplettes Geld in so eine Angelegenheit stecken, sondern nur das investieren, was man auch bereit ist zu verlieren, im Zweifel. Das gilt fürs Trading genauso wie fürs Investieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat oder wenn Sie Fragen haben, dann kommentieren Sie gerade unten unter dem Video. Und ansonsten freue ich mich über Ihr Like und über das Teilen des Videos mit Ihren Freunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.